Let's Play Outlast Whistleblower Folge 3. Ja, willkommen zurück. Mal sehen, wie es hier weitergeht. So, da geht's links gleich rein. Da freue ich mich. Da hängt einer. Es geht hier geradeaus nicht weiter, gell? Alter, voll die Quarantänestation hier. Hier ist nichts und hier kommen wir auch nicht durch. Nee. Gut, dann also da hinten links liegt hier nichts, nein. Wir sind hier mittlerweile in einem Bereich, wo wir, glaube ich, im Hauptspiel nie waren. Am Anfang waren wir in den gleichen Bereichen, aber jetzt, ich glaube, hier waren wir nie. Sieht zwar alles ähnlich aus, aber ich glaube, das liegt mehr am Spielstil. Kommen wir da rein? Ja. Dann hat das sicher einen Grund. Hier ist eine Tür. Die wir wieder zumachen. Okay, wir kommen hier offensichtlich in beide Richtungen weiter. Zumindest ein bisschen. Ich check mal hier. Ist hier irgendwas? Nee. Da ist der Typ, den kennen wir. Jeremy Dallaire. Ich glaube, das stand früher nicht drunter. Mit früher oder auch wenn ich sage, im letzten Teil, meine ich übrigens immer Outlast, logischerweise. Das Hauptspiel. So. Kopfhörer ein bisschen verschieben. Hallo? Hallo? Kommt der? Ja, perfekt. So, ein Schrank, das ist gut. Beziehungsweise das ist schlecht. Die sind nämlich meistens nicht ohne Grund da. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ach, guck an. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Ich verstehe, nämlich vorher an der Tür hier vorbeigelaufen. Ich kann es ja fast nicht glauben, dass hier gar nichts ist. Nicht eine Batterie. Okay. Gut, dann vertrauen wir da einfach mal drauf. Tja, also den Ärzten ist es sehr schlecht ergangen. Wir sehen jetzt hier großteils... Haben wir eigentlich im Hauptspiel tote Ärzte gesehen? Ich glaube nicht. Wir haben eigentlich nur Patienten gesehen. Wobei da die Grenzen ja anscheinend fließend sind. Okay, das sieht hier sehr verwirrend aus. Und dieses Geräusch, was da gerade die ganze Zeit kommt, das sich anhört wie ein Furz, das ist normalerweise nie gut gewesen. Oh, hey! Yum, 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 yum. Ja. Ja, fein. Okay. Ich weiß, wo ich nicht hin will. Aber wir können ja, glaube ich, ein bisschen da rein. Ach, du Scheiße. Da frisst der den echt? Das sieht sehr danach aus. Ah. Ja, der ist den. Und was hat er da in der Hand? Keine Ahnung. Irgendwas Böses. Alter. Ja. Gut, das hier kennen wir ja aus Outlast. Das schockt mich jetzt eher weniger. Das ist ein schönes Blätterspiel, das wissen wir. Vorsichtig war's. Oh. Der nimmt ihn auch noch fachgerecht aus. Sieht von der Frisur her ein bisschen aus wie der Doc, aber das ist er, glaube ich, nicht. Der Doc war größer. Und fetter vor allem. Beziehungsweise muskulöser, der hat ja echt Muskeln. Weißt du, was aus dir wird? Njam, njam, njam. Oh, okay. Bei dir? Ja, geht's schneller? Hast du noch? Ne, du hast auch nicht mehr. Ich habe eigentlich wirklich... Alter, was hat denn der Typ für Probleme? Der kocht sich hier ein lecker Süppchen. Ach, guck mal, das sind Hände. Zumindest eine. Und was ist das? Oh, Bein wahrscheinlich. Könnte auch der ganze Arm sein, der so abgeknickt da drin liegt. Das weiß ich natürlich nicht sicher. Oh, yam, yam, yam. Ist der Typ da drin? Ich glaube. Ja, da bewegt er sich. Ich hoffe, vielleicht müssen wir gar nicht zu dem rein. Oder ist das der gleiche Raum? Nee, Gott sei... Es ist schon wahnsinnig krank, dieses Spiel, muss ich an dieser Stelle nochmal feststellen. Ja, also mit Blut sparen sie hier eher nicht. Okay. Ich will da eigentlich nicht unbedingt rausgehen, weil ich Angst habe, dass der Typ uns dann irgendwie angreift. Aber das ist schon irgendwie geil. Also, Entschuldigung, das ist... Ach gut, mach da mal weiter. Ach gut, dann sieht er uns schon mal nicht mehr. Was macht denn der da drin? Föhnt der den Typ? Hört sich an wie ein Föhn. Genau, mir fällt gerade noch eine Sache ein.
von ganz am Anfang des Spiels. Vielleicht erinnert ihr euch, es ist schon wieder 3 Folgen her oder 2. Lebst du noch? Nee. Wo wir auf diesem Stuhl saßen, vor der Rückblende, da hat es der Doktor irgendwie angeleckt oder so. Also die sind schon auch alle völlig geisteskrank bei allen guten Dingern. Das fand ich das Ekelhafteste, was in diesem Spiel bislang passiert ist. Da sind die hier oder das da drüben nichts dagegen. Okay, aber ich fürchte, wir müssen bei dem Typ trotzdem noch bei der Frontscheibe vorbei. Hier kommen wir nicht raus, sondern nein. An der Frontscheibe vorbei und dann wird er uns vermutlich schon sehen. Wer bist du denn? Das wird garantiert nicht das einzige Mal sein, dass wir den sehen. Dazu ist er zu gut texturiert. Oder dazu sieht er zu besonders aus. Was? Ach, guck mal, der hat den Kopf in der Mikrowelle drin. Das ist gut. Und er zersägt ihn. Ja, das ist völlig in Ordnung, ne? Tja, da würde ich sagen, let's go! Hey. Wie geht's? Sieht ein bisschen aus... An wen erinnert der mich? An irgendjemand aus einem Film? Wie sieht denn der ein bisschen aus? Lass mich mal überlegen. Stimmt! Der sieht ein bisschen aus wie der... Der König der Toten bei Herr der Ringe. Weiß nicht, wie ich da drauf komme. Alles klar? Natürlich, natürlich. Ach so. Ist das sein Herz? Nee, ist seine Lunge. Also Entschuldigung, ich muss jetzt mal an dieser Stelle kurz was sagen. In Deutschland werden Spiele indiziert wie wie Dead Rising 3. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Und sowas da, das da, wird nicht indiziert. Was, also ich bin kein Verfechter davon. Ich finde es scheiße, dass bei uns so viel indiziert oder auch gekürzt oder geschnitten wird. Aber sowas darf man dann. Da sehe ich den Sinn nicht so ganz. Ich würde gerne mal mit jemand reden, der dafür verantwortlich ist, nach welchen Kriterien man das macht, weil hallo, der kocht da drüben Hände und frisst denen da die Lunge aus der Brust und... Also, Entschuldigung. Ich verstehe da echt irgendwie die Maßstäbe nicht. Ich weiß nicht, ob ihr Dead Rising kennt. Könnt ihr, hat GameTube unter anderem mal Let's Play dazu gemacht. Ich weiß gar nicht 100%, ob es in Deutschland... Doch, es ist, ich glaube, es ist in Deutschland indiziert. Ich habe es allerdings. Ich habe es mir von einem Kumpel aus der Schweiz vom lieben Racket besorgen lassen. Danke an dieser Stelle. Jo, und ich meine, das ist auch blutig, da schnetzelt man die ganze Zeit nur Zombies ab. Auf viele verschiedene Weise, aber sowas ist drin, weißt du, also. Heieiei. Ich muss sagen, also ich weiß, dass Outlast sehr blutig ist und ich finde, es passt auch, also sagen wir es so, ich finde, die Idee ist ja auch, hört sich jetzt dumm an, aber die Idee ist ja nicht schlecht, ich rede viel zu viel für ein Horrorspiel. Nee, die Idee ist ja nicht schlecht, also der wirkt einfach auch sehr gut, finde ich. An dieser Stelle. Der wirkt also wirklich von der Wirkung her, der macht das Ganze einfach nochmal sehr viel gruseliger und brutaler. Aber ich muss sagen, das finde ich schon auch heftig, wie sie das jetzt gemacht haben. Und naja, also ich glaube, dass das. Ich weiß gar nicht, ist Outlast ab 18? Ich hoffe. Weil also das ist schon nicht ohne das Spiel. Das hier gleich gar nicht. Das hat auch die ersten Artworks, die man von dem Whistleblower-DLC gesehen hat, die waren ja auch schon so geil. Alter, die Frame halt. Also heute geht's mir echt auf die Nerven. That doesn't sound very good. Ist da jemand hier? Ach, wir können uns in dem Schrank gar nicht verstecken, daher... Alter, wechsel halt die scheiß Batterie. Das hört sich verdammt nah an. Ist hier jemand? Alter, wenn die Framerate jetzt nicht gleich aufhört rumzuzicken, werde ich echt aggressiv. Das ist nämlich wirklich nicht gut in Horrorspielen. Ach komm schon. Vor allem, das ist auch so, weißt du, die fängt sich ja immer wieder gleich. Aber das sind immer so Sprünge runter auf 5 Frames und dann wieder hoch. Wie viel sind wir? Oh, 10 Minuten, das kannst du echt vergessen. Tut mir leid, Leute, tut mir wirklich leid. Ich will euch ja auch hohe Qualität bieten, aber es ist heute nicht möglich. Was ist denn das? Kommt der Warrider wieder? Nee. Hey, Alter, das ist echt ein Witz. Ich mach jetzt echt gleich eine Pause. Es ist auch, es wirkt teilweise, wie wenn es nur in bestimmten Gebieten so ist. Ach, guck mal wieder mal ein Kreuz. Oh.
Oh, okay, und da war irgendjemand, der nicht so beliebt war. Okay, wisst ihr was? Ihm halt sehr echt einen Cut, weil wir hatten gerade einen Save Point. Und dann hoffe ich, dass es nach einem erneuten Neustart besser läuft. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Mal sehen, ob es jetzt besser läuft. Ich hoffe es. Aktuell sieht's gut aus. Wer redet da mit wem, wenn ich mal fragen darf? Diese Tür muss von den Handschellen befreit werden. Ah, okay, damit wir da durchkommen. Na, wirklich sauber läuft es immer noch nicht. Ne, es läuft überhaupt nicht sauber, ist doch scheiße. Da geht's übrigens ins Krematorium. Yay, da waren wir noch gar nicht. Cool. Okay, wir müssen wohl hier drüber. Sicher eine gute Idee. Ah, das ist unser Schatten da unten. Ja, jetzt spring halt. Okay, da geht's nicht weiter. Oh Gott, das sieht mir arg nach Fluchtsequenz aus. Kommen wir da wieder hoch? Ja, kommen wir. Gut, dann dürfen wir gleich wegrennen. Nachdem wir die Schlüssel für die Dings aufgehoben haben, für die Handschellen. Das kennen wir ja. Hi! Ach, das bist du! Hast du uns gesehen? Guck, ich sag doch, dass der länger da bleibt. Der sieht einfach zu besonders aus. Der ist nicht einer von diesen Standardirren. Gut, haben wir den also als neuen Freund. Ich hab's mir fast gedacht. So. Nein, du sollst in die Hockey. Ach, Hockey muss ich ja halten, verdammt. Das war doch im Hauptspiel nicht so. Bist du denn? Ich finde den unglaublich unsympathisch. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Vielleicht, weil ich gerade gesehen habe, wie er einem Mann die Lunge aus der Brust gerissen und die dann gegessen hat. Wir müssen wahrscheinlich genau an da. Guck mal, da ist er. Die Musik ist aber echt, also der Soundtrack ist echt gut. Muss man sagen, sehr passend. Das ist jetzt nichts, was ich so privat mal hören würde, aber es ist passend einfach. Da bist du. Nicht umdrehen. Okay. Da ist er. Da kommt er. Ich hoffe, der kommt nicht hier lang. Da ist eine Tür. Da kommen wir nicht weiter. Da ist auch eine Tür. Oh, bitte bleib weg hier. Bitte, bitte bleib weg. Das hört sich nah an. Okay, geht irgendwo rein. Er ist in dem Raum rechts, also von hier aus jetzt rechts. Ich hoffe, er geht danach wieder. Und wenn er so nah da ist, will ich eigentlich nicht hier rumlaufen. Wenn ich diese Verfolgungssequenzen hasse. Oder diese Schleichsequenzen vielmehr. Nein, tu die Kamera wieder her. Du Wahnsinniger. Man hört seine Säge. Das ist gut, beim Mopsi hat man immer die Kette gehört, beim Doc die Schere, bei ihm ist es die Kettensäge, mit der diesem Herrn vorher den Brustkorb fachgemäß geöffnet hat. Das kommt näher. Oder? Ne, er geht. Und Tür zu. Naja, das ist jetzt nur mäßig leiser als unser anderer. Okay, wir können uns verstecken. Wir können uns auch verstecken. Hier ist absolut gar nichts. Kommen wir hier raus?
Naja, eher rein. Okay, ist zumindest ein bisschen Licht. Ist hier irgendwas? Nee. Da ist irgendwas. Ah, eine Akte. Kurz hier mal checken. Ah, okay. Oh oh. Es hört sich nah. Boah, der Penner. Geh raus, geh einfach raus. Was? Wieso? Die haben nur noch nie in die Schränke geguckt. Zumindest nie in die, in der ich drin war. Wo bin ich? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich bin tot. Ah, schön. Geil, erster Tod in der dritten Folge. Was waren die auf einmal da? Ach, wir sind wieder hier. Gut. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, ist das doch auch ein passender Moment, um eine Pause zu machen. Übrigens, die Framerate hat sich gefangen, fällt mir gerade auf. Habe ich gar nicht gemerkt vor lauter Angst. Ja, dann würde ich sagen, können wir doch besten Mutes in die nächste Folge gehen. Vielleicht schaffen wir es dann, dem Wahnsinn ein wenig zu entkommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, bye bye. Entschuldigung, fast die falsche.